1000 Abonnenten. Ich sage an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr meinen Kanal Modellbahn-H0 so stark und so toll abonniert habt. Ja, vielleicht an der Stelle noch eine kurze Information, weil ich ab und zu mal gefragt werde. Ich habe den Kanal abonniert, aber ich bekomme gar keine Info, wenn es einen neuen Film gibt. Wenn ihr informiert werden wollt, dann reicht das Abonnieren nicht. Dann solltet ihr auch unbedingt noch die Glocke dazu aktivieren. Das ist also dieses kleine Glockensymbol, dass das schwarz, also ausgefüllt ist. Und dann bekommt man eben zum Abo quasi auch eine Info, wenn ein neuer Film eingestellt ist. Ja, zufällig weiß ich auch, wer der 4000. Abonnent jetzt letztes Wochenende war. Und ich weiß auch, dass die in der Familie gerade mit den Kindern so Dioramen bauen und so einen RTS Greenkeeper haben. Aber die haben keine Halterung. Ich sage immer, das ist das Spacely X, weil normalerweise drucke ich das ja in schwarz raus. Und wenn man dann diesen RTS Greenkeeper reinstellt, dann sieht es ein bisschen aus wie eine Rakete. Deshalb sage ich immer Spacely X. Ist dann auch ganz gut, wenn man die Hände frei hat, wenn man hier diesen Glaswechsel beispielsweise vornimmt. Ja, und da ich eben weiß, dass ihr momentan da dran seid, habe ich gedacht, schicke ich euch jetzt diese Halterung zu, nicht in schwarz, sondern in diesem Magenta. Und ich habe euch da sogar noch einen individuellen Schriftzug drauf gedruckt, sodass ihr jetzt also richtig cool loslegen könnt. Das geht jetzt morgen wahrscheinlich oder heute Abend noch in die Post und dann Richtung Ulm. Was gibt sonst Aktuelles? Morgen bin ich wieder beim Stammtisch Modellbahnfreunde Tech. Und der Klaus, der hat mich gefragt, ob ich ihm mit dem 3D-Drucker eine Halterung für seinen Arduino Mega und ein Rückmeldemodul drucken kann. Das sind also zwei solche Platinen, die da ineinander gesteckt sind. Und wenn man das jetzt irgendwo noch an die Anlage montieren will, ist es halt blöd, weil das wackelt dann so ein bisschen. Und deshalb habe ich ihm jetzt diese Halterung aus PLA im 3D-Drucker ausgedruckt. Da sind solche Stützen dran. Man könnte theoretisch hier oben noch eine weitere Platine anbringen. Da kommt hier nochmal so eine kleine Erhöhung rein, sodass man eben hier nochmal einen Rückmelder positionieren kann. Wie das mit diesem Arduino und mit dem Rückmelder jetzt genau funktioniert, kann ich euch gar nicht sagen, weil damit habe ich mich ehrlich gesagt auch nicht beschäftigt. Ich mache ja meine Rückmeldungen mit dem Märklin S88. Aber es war ein interessantes Projekt, jetzt eben diese Halterung mal zu drucken. Und was für mich jetzt neu war, ich habe zum ersten Mal mit diesen Metallschmelzgewinden gearbeitet. Das heißt, es wird hier in den fertigen Druck, also in diese Erhöhung, wird mit dem Lötkolben ein erhitztes Metallgewinde quasi reingeschmolzen, deshalb Schmelzgewinde. Und wenn das dann erkaltet, dann ist das also richtig stabil und dann kann ich hier eine Schraube reinmachen und kann dann eben diese Platinen wunderbar hier verbinden. Das hat so cool funktioniert und hat auch so viel Spaß gemacht mit diesen Schmelzgewinden, dass ich mir jetzt gleich mal so ein Set mit verschiedenen Größen bestellt habe. Das sind ja jetzt hier ganz kleine, aber ich habe es jetzt bis M6 bestellt, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Und das kann man dann für alle möglichen Anwendungen verwenden. Jetzt nicht nur Modellbahn, man druckt ja auch so mal irgendwelche Dinge, wo man dann vielleicht ein Gewinde braucht. Ja, Klaus, falls du das Video siehst, bringe ich morgen mit zum Stammtisch. Wie geht's weiter? Natürlich an der Anlage wird weitergebaut. Ich habe ja noch einige Dinge mit Rockrail vor, Einmessfahrt automatisieren und natürlich auch noch die entsprechenden Rückmelder vor uns belegen. Ich muss noch ein paar Weichen anschließen und dann haben wir uns überlegt, dass wir als erstes mal unterhalb vom Berg die Brauerei vor uns fertig bauen und dann uns eben in die andere Richtung der Anlage weiter bewegen. Da fehlt ja rechts dann auch noch das BW. Ja, das sind die Vans, die ich im Hintergrund, macht aber nichts. Ja, dann habe ich noch zwei Lokomotiven, die ich auch demnächst mal angehen will. Das eine ist hier die Baureihe 103. Das ist eine Lok von meiner Kindheit. Da hängt man natürlich emotional dran, ist ja logisch. Das war so meine erste Schnellzuglok. Und bei den Bauarbeiten der Anlage ist mir diese Lok blöderweise mal runtergefallen. Ich habe zwar immer aufgepasst, aber ein blöder Moment und die ist dann irgendwie 1,50 Meter oder so auf den Boden geknallt. Irgendwie 20 Teile weggefahren, also Licht, hier Scheiben, Pantograph und so weiter. Alles nicht besonders dramatisch, kann man alles richten. Habe jetzt auch wieder die Ersatzteile bestellt. Anton, wir machen eine Filmaufnahme hier.
Anton ist der Wellensittich. Ja, aber das Hauptproblem war eigentlich, dass die Farbe, dieses Elfenbein, hier völlig abgeplatzt war. Ich blende euch mal nur ein altes Foto ein. Und dann war eben die Frage, wie ich das hinbekomme. Sitzt jetzt auch hier nur drauf, kann man also so abnehmen. Und ich habe überlegt, irgendwie lackieren oder mit Airbrush, aber irgendwie, glaube ich, wird das nicht so richtig cool. Und habe dann im Kleinanzeigen jemanden gefunden, der solche Gehäuse, insbesondere von diesem Loktyp, aufbereitet. Und normalerweise funktioniert es so, dass man eben das defekte Gehäuse hinschickt und man bekommt dann ein aufbereitetes zurück. Aber ich wollte ja mein eigenes Gehäuse haben, weil man hängt ja emotional an dieser Lok. Und das macht er normalerweise nicht, weil er da schlechte Erfahrungen gemacht hat. Er macht das ja als Hobby nebenher und irgendwie haben die Leute dann immer gedrängelt und wie lange dauert das? Und kann ich auch verstehen, weil wenn man es als Hobby macht, will man sich ja dann nicht irgendwie treiben lassen. Aber ich konnte ihn dann überzeugen, dass es bei mir kein Zeitproblem gibt. Und er hat dann eben mein Gehäuse aufbereitet und mir mein Gehäuse auch wieder zurückgeschickt. Und es liegt jetzt da oben auch schon irgendwie monatelang im Büro, also von daher muss ich die Lok jetzt hier mal angehen. Da kommt also ein Hochleistungsmotor rein, da kommt dann auch ein Sounddecoder rein bei dieser Lok und ich will dann auch noch hier LEDs einbauen mit Rotlicht für hinten sozusagen. Und ich meine, es gibt keine fertigen Platinen für diesen Loktyp. Also vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe zumindest mal so ein bisschen rumgesucht und nichts gefunden für die Beleuchtung. Deshalb habe ich mir auch schon mal LEDs besorgt, rote, dass ich das manuell selber quasi hier verbauen kann. Falls es doch irgendwie so ein Umbauset-Satz geben sollte, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, gucke ich mir dann auch gerne an. Also die Lok wird dann irgendwann mal bearbeitet werden und dann habe ich hier noch eine zweite, die V200, das ist also eine Lok, die wir 1960 in der Familie gekauft haben, also nicht ich, da war ich ja noch gar nicht auf der Welt, aber das ist natürlich auch ein emotionaler Schatz hier. Die hatte ich mal versuchsweise mit einem, jetzt muss ich spiegeln, Lokdecoder Altstrom von Märklin ausgestattet, also ein Decoder, mit dem man die alten Motoren sozusagen betreiben kann, also braucht man keinen Motorwechsel vornehmen. Aber ganz ehrlich, das Ergebnis ist nicht so super. Ist ja auch klar, ist ein alter Motor drin, also kein 5-Anker Hochleistungsmotor, sondern ein dreipoliger Motor. Und ja, also man merkt es einfach, wenn man auch digital jetzt mit dieser Lok unterwegs ist, das ist halt nicht wirklich cool. Deshalb habe ich mich entschlossen, dass diese Lok jetzt hier einen Hochleistungsmotor bekommt, auch einen Sounddecoder bekommt. Den habe ich hier schon liegen und dann werde ich die irgendwann mal umbauen und den Lokdecoder Altstrom, den baue ich entweder in eine kleine Rangierlok ein, die noch analog hier bei mir auf den Umbau wartet, oder vielleicht verkaufe ich den auch im eBay, muss mal gucken. Also für jemanden, der da schnell was umbauen will, ohne großen Aufwand, ist es sicherlich eine Alternative. Aber für mich habe ich jetzt diesen Altstrom-Decoder als ja, weniger geeignet erachtet. Ansonsten denke ich, wird es wieder interessante Filme geben. Es sind ja jetzt auch wieder einige Messen, die anstehen. Mannheim, Dortmund, bei beiden werde ich wahrscheinlich hingehen. Ob ich filme, weiß ich noch nicht, muss man mal gucken. Aber sonst gibt es auch noch ein paar interessante Termine, die jetzt schon ausgemacht sind. Und ja, da könnt ihr euch einfach mal überraschen lassen. An der Stelle also nochmal vielen, vielen Dank für die 4000 Abonnenten und bis zum nächsten Video. Ja.